Ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Impuls hier aus der Michaelskirche in Gräfenhausen. Ich bin Pfarrer Matthias Kraft, bin hier in der evangelischen Kirchengemeinde der Pfarrer. Wie ihr seht, habe ich etwas auf meinen Schultern, das ist ein Tragjoch. Dieses Tragjoch ist dazu da, um Lasten zu tragen. Und das ist auch heute das Thema, nicht wie wir Lasten tragen, sondern wie wir entlastet werden, denn das ist auch das Thema dieser Woche. Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch entlasten, euch erquicken, euch Ruhe geben. Dieses Joch, das ist aus Oberbayern, da kommt es aus einem kleinen Dorf, aber ich kenne so ein Joch auch aus der Zeit, als ich ein Jahr in Sibirien gelebt und gearbeitet habe. Da hat man jeden Tag das Wasser an zwei Eimern mit dem Joch nach Hause getragen, um sich zu waschen und um eben dann das Vieh zu versorgen. Dazu ist so ein Tragjoch da. Mit der Zeit drückt es ganz schön, deshalb tue ich es jetzt mal runter. Und ich singe erstmal ein Lied. In dem Lied geht es darum, dass der Sänger Gott bittet, dass sein Herz zur Ruhe kommt. Dass es so zur Ruhe kommen kann wie bei einem Waldspaziergang, wenn man mitten im Wald steht, wenn man die Ruhe genießen kann und man plötzlich hört, wie die Vögel singen, wie alles wunderschön ist. Und so bittet der Beter, dass er zur Ruhe kommt, um Gott zu hören, so wie die Maria auf Jesus gehört hat, als sie ihm zu Füßen saß. Und der Beter bittet darum, ja, dass Gott ihn in seine Wahrheit hineinführt, in sein Wort hineinführt, damit sein Herz und seine Seele zur Ruhe kommen. Sie merken, ich gebe die Erklärung zu dem Lied, weil das Lied nicht in deutscher Sprache ist, aber damit Sie verstehen, was ich singe, es ist ein russisches Lied, finde ich ein sehr schönes Lied. Oh,
Ja, wo komme ich zur Ruhe? Wo werde ich entlastet? Ich habe vorher diesen Vers gelesen und ich lese ihn mal im Zusammenhang und da kommt auch das Joch vor. Ich lese aus Matthäus 11 die Verse 28 bis 30. Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Soweit diese Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus spricht von einem Joch und ich lege wieder das Tragjoch auf, denn er spricht von einem leichten Joch. Was meint Jesus damit? Zuerst mal zu so einem Joch, wo man Lasten tragen kann. Eigentlich trägt es ja der Nackenmuskel, denn da liegt es auf, hinten im Nacken. Ist auch einer der stärksten Muskeln, die wir haben, und wir merken, wenn der verspannt ist, dann tut bald der Kopf weh, kriegen wir Kopfschmerzen, ganz verschiedene Sachen. Also ein sehr starker Muskel und der trägt diese Last. Und deswegen sagen wir auch, dass uns manche Dinge im Nacken drin sitzen richtig. Auch gerade in dieser Zeit, in diesen Tagen, da ist es ja so, dass so mancher Druck auf einem lastet. Leute, die gerade in Kurzarbeit sind oder vielleicht sogar Angst haben, ihre Arbeit ganz zu verlieren, denen kann das ganz schön im Nacken sitzen wie so ein Joch. Oder dann gibt es Menschen, denen sitzt ihre Prägung im Nacken. Also die sind es von ihrem Gemüt, fällt es ihnen schwer, dass sie sich freuen können. Die sehen vieles grau in grau und sie sehen, wie andere fröhlich und lustig sind und sie selber finden irgendwie gar nicht dazu. Und manchmal kann dann auch so eine Prägung wie so ein Joch einem im Nacken sitzen. Oder Menschen, die nachtragend sind. Da ist irgendwas Blödes vorgefallen und ich war verletzt und ich trage das dem anderen nach. Aber das Schlimme ist beim Nachtragen, dass nicht derjenige, der mich verletzt hat, dass der dran schwer trägt, sondern dass ich, der ich nachtragend bin, dass ich schwer daran trage. Wenn ich nicht vergebe, wenn ich es nicht loslasse, dann schleppe ich das immer mit mir rum, wie so ein Joch. Und dann gibt es natürlich Situationen, es gibt Dinge, wo wir selber schuldig werden an anderen, wo wir andere verletzen, wo wir vor Gott und vor Menschen schuldig geworden sind. Und wenn es nicht geklärt ist, wenn es nicht vergeben ist, dann tragen wir das auch rum, schleppen wir das rum wie so ein Joch und es sitzt uns im Nacken. Ganz früh im Alten Testament ist von einem Joch die Rede. Und zwar, als die Israeliten in Ägypten waren, da haben sie auch ein schweres Joch getragen. Sie waren Sklaven, sie mussten Ziegel schleppen, das haben sie auch mit solchen Tragjochen gemacht, da waren links und rechts dann waren die Ziegelsteine drin in Körben und sie mussten die dann schleppen und das war eine sehr mühsame Sache, da waren sie wirklich wie gequält und Gott hat schließlich durch Mose dieses Volk befreit. Und später, als sie dann endlich frei sind, da sagt das Gott dann auch zu ihnen. Das steht im dritten Buch Mose, Kapitel 26, Vers 13, da sagt Gott: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich habe euch aus der Sklaverei herausgeführt, ich habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht gehen lassen. Aufrecht gehen lassen, das kann man tatsächlich nur ohne das Joch, deswegen mache ich es jetzt auch runter, weil wenn man dieses Joch trägt, wenn man das so richtig im Nacken hat, dann ist man schon ein bisschen gebeugt und vor allem, man kann sich nicht durchstrecken. Man kann nicht nach oben schauen, weil das sonst hinter runterfallen würde. Ich finde es ein wunderbares Wort, dass Gott sagt: Ich habe euch befreit, ich habe euch von der Sklaverei befreit, damit ihr aufrecht gehen könnt. Damit wir nach oben schauen können, zu Gott sehen, aufschauen können, ihm loben und ihm danken können. Und jetzt sagt der Jesus einiges über das Joch. Ich lese
nochmal diese Verse. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was meint Jesus damit mit dem leichten Joch? Dazu muss man wissen, dass damals zur Zeit Jesu, dass man, wenn man als Schüler zu einem Rabbi gegangen ist, also zu einem Lehrer, dass man bildhaft gesagt hat, ich begebe mich unter das Joch seiner Lehre. Also das, was er mir beibringt, das ist für mich wie so ein Joch, das ich jetzt trage. Und ja, also da bleibe ich dabei und das eigne ich für mich an. Und jetzt sagt Jesus, dass sein Joch, also seine Lehre, das, was er den Jüngern beigebracht hat, dass diese Botschaft leicht ist. Ja, sie ist nicht nur leicht, sondern sie ist sogar befreiend. Sie ist nämlich Evangelium, dass Gott uns nicht weitere Lasten auflädt, sondern dass er uns Lasten abnimmt, dass er uns vergibt, sodass wir dieses schwere Joch, diese Lasten, die auf uns drücken, dass wir die ablegen können und dass wir aufrecht gehen können und befreit nach oben schauen können. Genau darum geht's. Und das ist auch spannend, wenn man im Matthäus-Evangelium weiterliest, dann kommt diese Thematik nochmal vor. Da wirft nämlich Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten vor, dass sie den Menschen ganz schwere Lasten aufbürden, die sie selber nicht tragen können. Das ist in Matthäus 23, Vers 4. Da sagt er, weh euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr bindet schwere und unerträgliche Bürden den Menschen auf, und ihr könnt sie doch selber nicht tragen. Also Lehren oder auch Regeln, die die Pharisäer, die die Schriftgelehrten den Menschen auferlegt haben, zusätzliche noch zu den 10 Geboten, sozusagen ein Zaun um die 10 Gebote noch rum, und die Menschen waren überlagert von ganz vielen Regeln und Geboten, die eigentlich Menschengebote waren und die sie letztendlich nur belastet hat und sie weiter von Gott weggebracht hat, anstatt näher zu ihm. Und genau da hinein sagt es Jesus, ich lade euch keine neuen Lasten auf, sondern ich entlaste euch. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also das meint er damit. Das, was er sagt, diese Lehre, diese Botschaft von Jesus, das Evangelium ist eine befreiende Botschaft, weil Jesus uns mit Gott in Verbindung bringt, weil er uns Vergebung schenkt und weil wir ohne Vorbedingungen zu Gott kommen können und weil wir unsere Lasten bei Gott ablegen können. Und dann können wir wirklich befreit und fröhlich weiterziehen. Das ist Evangelium, das macht es aus, dass es eine befreiende und eine entlastende Botschaft ist. Und dazu eben dieser Wochenspruch von Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch entlasten, euch erquicken, so steht es in der Übersetzung. Ich will euch eine Pause schenken. Und das wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen, dass Sie immer wieder diese Pause, diese Entlastung erfahren bei Gott in seiner Gegenwart, weil ein Gott ist, der uns seine Nähe, seine Gegenwart, seine Vergebung zuspricht und damit dann auch eine Entlastung. Amen.